Ein absolut fauler Käfer. Er schläft die ganze Zeit. Ja, er ist rot angezogen, also er hat sein Pyjama an, oder? Kann sein, ja. Ein Maiglöckchenhähnchen. Ein lustiger Name. Ja. Die Blumen, die wir vorher gesehen haben, das sind leider keine Maiglöckchen, sondern Sommerknotenblumen. Und hier haben wir einen faulen, was für einen? Einen gemeinen Bläuling. Wir haben ihm natürlich den Vertrag mit den Schmetterlingen ganz genau erklärt. Ein kleiner Vertrag, sehr übersichtlich. Und er ist etwas verärgert, weil wir ihn beim Nichtstun erwischt haben. Und jetzt überlegt er sich, wie er das mit den Subunternehmen hinbekommt. Aha, er hat Subunternehmer entdeckt. Nein, nein! Ha, er muss selber arbeiten. Er konnte keinen Subunternehmer überreden. Er hat keinen gefunden? Nein, keiner war so dumm. Und jetzt reinigt er meinen Hut. Aber das ist nicht im Vertrag, oder? Ja, gut, man kann es so auslegen. Der Hut vielleicht auch ein Arbeitsgerät. Okay. Ich schütze ja mit dem Schirm meinen Nacken vor der Sonne. Also, gut, da wollen wir nicht kleinlich sein. Aber ich denke, er trödelt, oder? Er sieht irgendwie etwas grimmig aus. Ja, richtig mürrisch. Das gefällt ihm nicht. Nein, er muss selber etwas arbeiten und das ist ihm natürlich zu viel. Richtig widerwillig, oder? Ja, es sieht so aus. Aber trotzdem ein schöner Schmetterling. Ja, sehr flauschig. Aber so vorwurfsvoller Blick, das ist... Nein. Also das ist nicht die Art, wie man einen Vertrag erfüllt, oder? Zum Glück haben wir hier einen neuen Schauspieler. Das ist die... Tonzikade. Sie gehört zur Familie der Buckelzirpen. Eine sehr schöne Zikade. Ja, aber er... Wir wollten sie etwas animieren, weil für YouTube, da muss man schon etwas bieten, oder? Es ist leider schief gegangen. Ja gut, jetzt zeigt sie uns die Unterseite. Du hast ihm zu wenig Gage versprochen. Ja, ja, ja. Und jetzt? Ja, schon vorbei. Hinten ein Fisch, hast du das gesehen? Ja. Und vorne, das ist die? Die Kolbenente. Das Männchen der Kolbenente. Da, schon wieder ein Fisch. Ja. Ja, und was hat sie vor? Er ist sicher auf der Suche nach einer Partnerin. Das ist immer lästig. Es ist ein Er, aber es ist die Ente, also eine Sie. Es ist ein Enterich, oder? Ein Enterich, ja, ja. Oder ein, wie sagt man, ein Erpel, oder? Ja, er ruft. Und? Nichts. Ein hübscher Kerl, ja? Ja. Ja, es gibt nicht so viele bei uns, etwa nur 300 Paare. Und sie sind erst jetzt wieder vermehrt bei uns zu sehen, weil die Wasserqualität in unseren Gewässern besser geworden ist. Ja, die Ara hat sehr viel gebracht. Ja, sehr viel, ja. Ah, er macht sich hübsch.
Und er ist ein absoluter Pflanzenfresser. Keine Fische. Nein. Hier eine kleine Bohrfliege. Größe? Etwa 4 mm. Und ich denke, das ist ein Männchen. Oh, glaubst du? Ja. Aber ja, sie sind schwierig zu bestimmen. Dann ist das hinten, am Hinterteil, das sind die Hoden. Keine Ahnung, was oh, es ist. Oh, wow. Starke Eier. Vielleicht hat er auch einen Defekt, ich habe keine Ahnung. Also Parasiten sind es nicht, weil nein. Sie sind beidseitig. Ja. Ich denke, ich habe einmal ein Foto irgendwo gesehen, ein ähnliches. Da haben Sie gesagt, das seien die Hoden. Nein, aber das ist das Weibchen. Ah, mit dem Legebohrer hinten. Genau, ja. Ja. Ah, unsere Kolbente hat eine Partnerin gefunden. Oh, das sind schon zwei Bewerber. Genau. Und es kommt sogar der dritte Bewerber dazu. Ist das unser hübscher Kerl? Kann sein. So, das Paar hat sich gefunden. He? Ja. Wie alt werden sie? Sie können bis zu 7 Jahre alt werden. Ah, doch. Ja. Und jetzt, wie sagt man? Oh, schau mal. Ja, das Resultat. He? Ja. Sind es 5? 5, ja. 5 Kinderchen. Was solltest du noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Libellen. Da im Vordergrund, hä? Ich denke, es ist Schilf. War das Schilf? Ja. Hübsch. So süß, hä? Mhm. Schau mal, wie der zu hinten paddeln muss. Der kleinste hinten. Ich habe sie aber noch eine weite Strecke zurückgelegt. Ja, ja, quer über den, diese kleine. Über die Bucht. Mhm. Na, das gibt Hunger. Jawohl, hier gibt es Futter. Und Sicherheit. Ja, ja. Die Mama hat Hunger bekommen. Ja, sie beobachtet genau, hä? Ja, ja. Wo die Kleinen sind. Ja. Wenn es irgendeine Gefahr gibt. Aber der Papa ist nicht zu sehen. Nein. So, Kinderchen, kommt. Es geht weiter. Nicht so lange an einem Ort, weil dann steigert sich die Gefahr von Schlangen und sonst irgendwelchen Fressfeinden. Ne? Ja, ja. Ah, voilà. Ja, das ist ein Feldahornbock. Er hat sich sicher vergnügt in einer super guten Pflanze. Ja, und jetzt ist er wirklich schmutzig. Und natürlich können wir den auf YouTube nicht zeigen, weil solch schmutzige Käfer, das ist nichts, oder? Aber er hat Mühe, sich zu putzen. Ja. Stellt sich irgendwie etwas dumm an. Ja. Nein, den können wir auf YouTube auf gar keinen Fall zeigen.
Ah doch, er macht das aber schön. Ja, er gibt sich Mühe, aber es reicht nicht. Nein, er ist nicht sehr erfolgreich. Wir sehen, er ist auch ein guter Bestäuber, offensichtlich. Ja ja. Ja, ja. Und Sie sagen auch, es sei weit verbreitet, aber wir haben ihn nicht so oft gesehen. Nein. Das wär's. Bis später. Bis dann.